ihr Lieben. Halleluja. Ich bin so voller Freude, aber weil das so ansteckend ist, wenn ich euch einfach sehe, auch im Lobpreis, es wird immer heftiger. So, es wird immer heftiger. So, ehrlich, erst habe ich so ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil mir war selber so kalt, ne? Dann bin ich zweimal runtergerannt da zur Heizung. Und dann bin ich wieder reingekommen und dann habe ich da hinten die ganze Zeit an der Tür gestanden. Und immer mehr kam so dieses, auch von Birgit, so dieser Eindruck, so Jesus kommt wieder. Und es wird nicht mehr lange dauern. Und hat Birgit was gesagt von dieser letzten Posaune, wenn sie erschallt und wir werden versammelt mit dem Herrn und wir werden mit ihm gehen und mit dem Herrn tanzen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Dinge hört, aber ich nehme das sehr ernst. Ich nehme das sehr ernst. Und für mich ist das, und ich bete auch immer mehr, dass das für uns alle so wird und auch für mich weiter so wird, für mich ist das so eine Realität. Manchmal komme ich mir vor, dass ich das realer finde als die Dinge, die ich hier vor Augen habe. Versteht ihr, wie ich das meine? Für mich ist das so Ja und Amen, so essentiell, dass ich weiß, dass mein König bald wiederkommt und dass er nicht zögert, dass es nicht mehr lange dauert, ja? Dass wir versammelt werden hin zu ihm in der Luft, dass diese Dinge so real sind, die sind realer als das Pult, das ich hier greifen kann. Die Wiederkunft Jesu ist realer als dieses Pult. Hallo? Das ist so gewaltig und das hat mich so gefreut, so sehr. Und warum hat mich das gefreut? Weil darum geht's heute. So habe ich schon wieder auch sehen dürfen, dass da so ein roter Faden auch gezogen wird vom Heiligen Geist. So wirklich in der Versammlung, im Lobpreis schon. Und ihr Lieben, ich habe da schon vor einiger Zeit mal drüber gepredigt, über die Wiederkunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Und ich habe damals in der Predigt, habe ich so gesagt, völlig egal, wo wir in dieser großen Kontroverse stehen, die gerade auch so in der Christenheit im letzten Jahrhundert so abging, so, egal wo wir positioniert sind, ob wir sagen, okay, der Herr wird kommen vor der großen Drangsal oder der Herr wird kommen inmitten der großen Drangsal oder der Herr wird kommen am Ende der großen Drangsal. Ich habe damals gesagt, es ist völlig egal wann, du musst vorbereitet sein. Du musst unbedingt gut vorbereitet sein. Aber der Knackpunkt ist, und das ist vielleicht auch vielen irgendwie so ein bisschen befremdlich, weil es gibt Menschen, und ich schätze diese Menschen sehr, die sagen, ich will es aber ganz genau wissen. Aber für mich lag damals der Schwerpunkt wirklich darin, euch mitzuteilen, völlig egal, wo du dich positionierst in dieser Kontroverse, der Herr kommt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, du musst dafür bereit sein. So, das ist mir immer noch wichtig, dass ich das sage. Aber, und jetzt kommt der Punkt, heute möchte ich mit euch das Wort Gottes in einer Art und Weise betrachten, dass jeder, der heute aufmerksam zuhört unter dem Klang meiner Stimme, dass jeder hier mit einer ganz festen Gewissheit aus diesem Gottesdienst gehen wird und wissen wird, okay, der chronologische Ablauf der zeitgeschichtlichen Dinge, die geschehen müssen, ist so, so, so und so und dann passiert das. Ich weiß, ich lehne mich gerade ziemlich weit aus dem Fenster, weil diese Kontroverse so groß ist, aber ich habe eine große Sicherheit. Es hat etwas länger gedauert, mich auf diese Verkündigung vorzubereiten und ich habe mich nicht nur gestern, wo ich bei dem Männerabend nicht dabei sein konnte, vorbereitet, sondern ich habe mich schon lange darauf vorbereitet. Das ist schon ein Thema, was mich lange beschäftigt. Und das, was heute einfach kommt, das ist so daraus geschöpft, so ein bisschen aus diesem, hey, was sagt das Wort darüber? Und das ist so wichtig. Ihr Lieben, nicht was sagt Prediger A und was sagt Prophet C und was sagt Traumdeuter B dazu, sondern was sagt die Schrift zu, und das werden wir heute beleuchten, zu dem Zeitpunkt der Entrückung der Heiligen, und zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi in den Wolken mit den Engeln seiner Macht, wie das Wort es ja auch sagt. Und wir werden uns das heute anschauen und ich möchte heute euch einfach ermutigen. Ich möchte euch ermutigen. Warum? Als Paulus zu den Thessalonichern im Kontext dieser Dinge sprach, sagte er einen ganz markanten Vers, der mir so ins Herz geplumpst ist. Er sagte, im Hinblick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, das sind so Worte, die dort gebraucht werden, unsere Vereinigung mit ihm ist nichts anderes als die Entrückung, ja? Im Hinblick auf diese Dinge sagt Paulus abschließend, ermuntert euch mit diesen Worten.
Ist krass, oder? Weil wie oft tun wir das auch unbewusst? Wir reden viel von der Wiederkunft Jesu Christi. Und ich bin so dankbar, wir sind eine Brautgemeinde der letzten Tage. Wir sind nicht eine Gemeinde des BFP, wir sind nicht eine Gemeinde dieses Bundes oder dieser Denomination. Wir sind eine Brautgemeinde, die eines im Herzen trägt: Unser Herr wird durch die Wolken brechen und wir können es nicht abwarten, am besten schon heute. Wie Birgit gesagt hat, heute ist das letzte, heute kann das letzte Abendmahl sein. Halleluja. So, und das Ding ist, das Wort Gottes sagt, ermutigt euch mit diesen Worten. Und ich bete einfach, dass heute diese Botschaft nicht nur uns sozusagen den Input geben wird, dass wir chronologisch wissen, was überhaupt los ist, sondern dass wir auch eine Standfestigkeit bekommen für diese letzten windigen Tage und dass wir aber auch ermutigt und ermuntert sind. Dass wir wirklich Männer und Frauen Gottes sind, die angesichts jeder Widrigkeiten, die über diesem Erdenrund gehen, immer ein Funkeln der Hoffnung, immer ein Lächeln des Lobpreises in ihren Gesichtern tragen, wirklich so ein Glänzen, so ein Leuchten in ihren Gesichtern, die unerschütterlich stehen, weil sie wissen, egal was da kommt, mein Herr und Heiland wird alles ins rechte Licht rücken. Dass wir solche Menschen werden. Amen. Heiliger Geist, ich möchte dich ganz besonders bitten, diese Salbung, du bist diese Salbung, die uns jetzt alles lehrt. Nicht der Sven, sondern du, Heiliger Geist. Ich möchte dich bitten, komm und tu dein Werk an unseren Herzen. Mach jetzt diesen Buchstabe lebendig und lass dieses Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, tief in uns hineindringen, bis zur Scheidung von Seele und Geist, Mark und Bein, und lass es zu einem Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens werden und bring uns zurecht. Jesus, ich bitte dich, verkündige du jetzt dein Wort, mach dich groß unter uns, lass uns dich sehen, Jesus, Herr, heute in diesem Wort, oh Herr, und ergreife unsere Herzen, fülle unsere Herzen mit einer neuen Hoffnung, mit einer neuen Liebe, die dich erwartet, mit diesem Sehnen und Brennen, von dem uns auch heute Manuel in der Einleitung geredet hat, dieses Banner der Liebe über uns, das wir ausrufen, wir können es kaum erwarten, bis unser geliebter Bräutigam durch die Wolken bricht. Jesus, tu das heute unter uns. Herr, ich will anerkennen, dass ich dieses Wort nicht bringen kann, Herr, es sei denn, du lässt deine Gnade wirksam werden, so wie Manuel auch schon für uns gebetet hat. Lass deine Gnade jetzt wirksam werden in uns. Die Gnade zum Reden und die Gnade zum Hören, Herr. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. In Jesu Namen bitten und empfangen wir. Amen. Amen. Dreh dich mal zu deinem Bruder oder zu deinem Nebenmann, zu deiner Schwester und sag, heute wirst du reichlich gespeist. Okay, es war schon mal gut und jetzt mit Überzeugung. Heute wirst du reichlich gespeist. Heute wirst du reichlich gespeist. Danke, Jesus. Amen. 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 Danke, Jesus. Okay, wir wollen uns also, wie ich schon ein bisschen eben vorgegriffen habe, wir wollen uns heute mit diesem höchst kontroversen Thema auseinandersetzen, das innerhalb des Leibes Christi einfach ist, ja. Wo stehen wir? Wo sind wir vom Glauben her positioniert? Da gibt es halt die einen, um das nochmal vielleicht für die, deren das Thema nicht so schlüssig ist. Es gibt halt eben diese Kontroverse heißt so Streitgespräche mitunter sogar, ja, so eine Diskussionsgrundlage im Leib Christi. Da gibt es die Fraktion, die sagt, ich glaube aber, Jesus kommt vor der großen Drangsal wieder. Dann gibt es eine andere Fraktion im Leib Christi, die sagt, nee, ich glaube, Jesus kommt inmitten der großen Drangsal wieder. Und dann gibt es wieder eine andere Fraktion, die sagt, nee, ich glaube, Jesus kommt nicht vor der großen Drangsal, ich glaube, er kommt auch nicht inmitten der großen Drangsal, sondern ich glaube, er kommt nach der großen Drangsal. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ach, que sera, sera, wen interessiert das überhaupt? Ist doch eh egal, wann er kommt, ja? Es ist nur dann egal, wenn du wirklich zu jedem Zeitpunkt immer gut vorbereitet bist und sagen könntest, heute ist der Tag, an dem ich gehen kann. Dann ist es eigentlich egal, ja? Aber das ist leider im Leib Christi nicht Standard bei so vielen Menschen, ja? Sondern es gibt viele Menschen, und das ist auch gar nicht verwerflich, die einfach noch vorbereitet werden müssen. Dazu ist diese Gnadenzeit da, diese Endzeit auch da, dass wir auch vorbereitet werden für die Dinge, die auf uns zukommen. Das ist nicht verwerflich.
Ja? Vielleicht noch nicht so bereit zu sein wie ein anderer. Also lass dich da auch nicht so unter so einen Druck bringen und dich schuldig sprechen, sondern es ist ganz normal, dass du vielleicht an einem Punkt bist, wo du sagst, nee, da bin ich aber noch nicht so bereit, da brauche ich noch Zurüstung, da brauche ich noch wirklich Gnade. Ja? Aber, und jetzt kommt der Punkt, warum es so wichtig ist, dass wir die richtige Sicht hier zu diesem Thema haben. Denn die Sicht, wann Jesus wiederkommt, ob vor der großen Trübsal, inmitten oder am Ende, beeinflusst ganz stark die Evangeliumsverkündigung. Denn es ist ein völlig anderes Evangelium, das verkündigt wird, das dir beispielsweise sagt, Jesus kommt vor der großen Trübsal, und die Evangeliumsverkündigung schiebt dann darauf hin, jo, es wird einen leichten Ausweg aus der Trübsal geben, denn du wirst entrückt. Und es ist ein ganz anderes Evangelium, nämlich das Evangelium des standhaften Ausharrens, das verkündigt wird von denen, die sagen, nee, 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 Jesus kommt nach der großen Trübsal. Wir sehen also, die Relevanz, sich mit diesen Dingen auszusetzen, ist richtig wichtig. Denn auf der einen Seite generiert es die Botschaft des leichten Ausweges und auf der anderen Seite generiert es eine Botschaft des standhaften Ausharrens. Und glaub mir eins, das Wort Gottes, nicht der Sven, das Wort Gottes sagt, eines aber habt ihr nötig, standhaftes Ausharren. Vielleicht können wir da schon sehen, in welche Richtung der Wind weht, bevor ich überhaupt so weit vorgreife. Also, so. Wir müssen das wahre Evangelium predigen. Paulus hat zu den Galatern gesagt, verflucht ist der, und dann hat er gesagt, selbst wenn es Engel tun, ein Engel aus dem Himmel, der ein falsches Evangelium kündigt. Wir sehen also, mit welch einer Brisanz wir wirklich dort ans Werk gehen müssen. Und ich möchte uns heute in dieser Verkündigung vier biblisch fundierte Gründe nennen. Vier Gründe. Es gibt vielleicht auch mehr, aber ich möchte diese vier Gründe einfach anhand des Wortes Gottes biblisch begründen, ja, vier Gründe nennen. Und jetzt hör zu und renn nicht gleich raus, wenn du jetzt hörst, was ich jetzt gerade sage, ja. Wenn du jetzt hier vielleicht heute bist und du sagst, nein, ich glaube aber an die Wiederkunft Jesu vor der großen Drangsal oder inmitten der großen Drangsal, renn jetzt nicht raus, wenn ich dir sage, ich gebe uns heute vier Gründe, warum wir daran glauben sollten, dass Jesus Christus nach der großen Drangsal wiederkommt und dass die Entrückung auch erst nach der großen Drangsal sein wird. Und wenn du jetzt, wie gesagt, einer bist oder eine bist, die das anders sieht, renn nicht raus, bleib hier, ja, und hab einfach ein bereitetes Herz und einen wachen Geist. Und ich garantiere dir, wenn du es schaffst, diese 40, 50 Minuten jetzt mit einem bereiteten Herzen und einem wachen, entschlossenen Geist hier zuzuhören, wirst du am Ende der Verkündigung, das ist mein Gebet, auch glauben, dass Jesus nach der großen Drangsal wiederkommt und dass es danach die Entrückung gibt. Aber wie gesagt, ich möchte diese vier Gründe biblisch belegen und wir wollen einfach dazu ins Wort schauen. Amen. Okay, die gute Botschaft gebe ich gleich vorweg. Wir haben vier Gründe, die wir belegen wollen, aber, und jetzt hör zu, und das ist sehr ermutigend, es gibt auch nur vier Schriftstellen, die explizit von der Wiederkunft Jesu und der Entrückung sprechen. Das heißt also, warum ist das so ermutigend? Wir müssen nicht ein elendig langes, über Jahrzehnte hinweg dauerndes Schriftstudium irgendwie fabrizieren. Wir müssen nicht irgendeine theologische Fakultät besuchen, um irgendwann mal den Master of Theology irgendwie inne zu haben, dass wir dann ganz Studierte sind und dann können wir sagen, ja, vielleicht kommt Jesus dann und dann wieder. Sondern wenn du heute innerhalb dieser Verkündigung diese vier Textbereiche mit mir einfach anschaust, wirst du selber sehen, ey, das ist eigentlich sonnenklar. Es ist klar. Es steht so geschrieben. Sola Scriptura, so steht es geschrieben. Amen. Also das ist schon mal sehr, sehr ermutigend. Also, wir haben vier Gründe und wir haben vier Textpassagen im Wort, die diese Gründe untermauern. Amen? Okay, steigen wir gleich ein. Die Botschaft der Wiederkunft Christi vor der großen Drangsal, und das ist der erste Grund, auf den ich einfach eingehen möchte. Die Botschaft der Wiederkunft Jesu Christi vor der großen Drangsal existiert nicht. Nicht im biblischen Kontext. Das ist der erste
Grund, mit dem ich einfach anfangen möchte. Und das werden wir anschauen. Und das ist, ihr Lieben, davon gehe ich mal aus, der wichtigste Punkt. Wir wollen doch Männer und Frauen der Schrift sein, oder? Also es heißt doch, dass wir die Theorien und die Glaubensgrundsätze, die wir anpacken und die wir so im Glauben ergreifen, dass wir sie worauf gründen? Auf das Wort Gottes. Ist das richtig? Sind wir solche Leute? Sind wir Radix, verwurzelt im Wort? Sind wir radikale, im Wort verwurzelte Christen? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, und ich nochmal für die, die das vielleicht noch nicht von mir gehört haben, radikal kommt von dem Wortursprung, dem lateinischen Radix und heißt Wurzel. Du bist jetzt nicht irgendwie assoziiert mit rechts- und linksradikal, sondern wenn du sagst, ich bin ein radikaler Christ, sagst du nichts anderes als, ich bin ein im Wort verwurzelter Christ. Frage ich jetzt mal mit dieser Erklärung, wer will das sein? 100%. Da heben sogar manche zwei Arme, wunderbar, 100%, ja super. Ja, das, ihr Lieben, ja, wir haben im deutschen Sprachgebrauch so eine grässliche Assoziation mit radikal und sowas, das verstehe ich ja auch, aber ich möchte wirklich, und das proklamiere ich auch so, ich will ein radikaler Christ sein. Ich will ein im Wort verwurzelter Mann Gottes sein, der die Bibel spricht, wie John Bunyan, der die Bibel im Blut hat sozusagen, ja. Danke, Jesus. Okay, also, dies ist wohl der wichtigste Punkt, warum ich persönlich nicht an die Wiederkunft Christi vor der großen Drangsal glauben kann, weil es nirgends explizit im Wort gelehrt und gelebt wird. Ist so banal eigentlich, ne? Und trotzdem ist in dieser Kontroverse immer wieder so groß, irgendwie so ein großer Ballon, der sich da aufbläht. Ja, ich möchte es ja zugeben, man hat ohne Zweifel bestimmt hier und dort einige Schriftstellen, in die man diese Lehre der Wiederkunft Christi vor der großen Drangsal hineininterpretieren kann. Das stimme ich zu. Da haben wir dann das Bild Noahs beispielsweise und wie Noah in die Arche ging und wie er dann der großen Flut entkam, der großen Drangsalsflut. Ja, das ist ein Bild, aber trotzdem ist das keine explizite Schriftstelle, die sagt, Jesus kommt auch vor der großen Drangsal. Das ist dann eher hineininterpretiert, aber solche Menschen wollen wir nicht sein, die einfach viel hineininterpretieren. Im Gegenteil, wir dürfen eigentlich nichts hineininterpretieren. Wir müssen dem Geist Gottes erlauben, dass er die Schrift interpretiert. Ist es richtig? So, also, es gibt wohl Schriftstellen, wo du das hineindrücken könntest, aber es gibt keinen expliziten Text, der sagt, Jesus kommt vor der großen Drangsal. Okay, wir fangen jetzt an. Das war der erste Grund und jetzt widmen wir uns den Schriftstellen, ja? Und danach kommen dann die drei anderen Gründe. Und jetzt fangen wir an und wir betrachten uns jetzt die vier Textbereiche, die, so finde ich, klar und deutlich von der Entrückung und der Wiederkunft Jesu nach der großen Drangsal zeugen. Und es ist so wichtig, dass wenn wir die Texte jetzt lesen, dass wir sie langsam und bedacht lesen. Dass wir uns über Worte, die dort geschrieben stehen, ein bisschen Gedanken machen. Und ich werde uns dazu verhelfen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das gerne mache. Matthäus 24, dieses weltbekannte Kapitel über die Endzeitrede Jesu. Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Also, dort sagt Jesus, das ist jetzt hier aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt aber, bald aber, was steht dort? Nach der Drangsal jener Tage, und gemeint sind hier die Tage der letzten großen Drangsal. Falls du dich jetzt fragst, welche Drangsal, hier ist die letzte große Drangsal gemeint. Das kannst du sehen, ab Vers 15 startet nämlich dieses Thema dort bei dir in der Bibel und es spricht von der letzten großen Drangsal. Jesus sagt, bald aber nach, unterstreicht dir das Wort nach, der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann, worauf bezieht sich das kleine Wort dann? Es bezieht sich auf danach. Nach und dann haben eine chronologische Verknüpfung hier im Text und gehören zusammen.
Also kannst du dir auch das Wort im Vers 30 dann auch unterstreichen, wenn du diese chronologische Verknüpfung einfach haben willst, visuell. Also, und dann, nämlich nach der großen Drangsal, wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann, wann? Nach der großen Drangsal, genau, werden sich alle Geschlechter der Erde, das hat eben Birgit proklamiert im Lobpreis, an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall. Auch das ist ein Schlüsselwort, auf das wir nachher aber noch gleich zu sprechen kommen. Aber das darfst du im Hinterkopf dir ablegen, Posaune und Posaunenschall. Ja? Mit starken Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln. Wann werden seine Auserwählten versammelt? Nach der großen Drangsal. Eigentlich könnte ich hier Schluss machen. Ist alles gesagt. Ich tue mich schwer zu begreifen, wie einer nach dem Lesen dieses Textes immer noch sagen kann, nee, das ist davor. Aber wir wollen trotzdem da weiter jetzt, wir werden da jetzt weitermachen. Da sind wir jetzt wirklich standhaft. Okay. Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Amen. Das ist unsere erste Textpassage, die ganz deutlich und explizit von der Wiederkunft Jesu und von der Vereinigung seiner Heiligen mit ihm redet, Klammer auf, Entrückung, Klammer zu. Okay, ich sag's nochmal, alleine in diesen drei Versen können wir deutlich sehen, dass die Lehre Jesu, nicht die Lehre Svens, dass die Lehre Jesu ganz klar von seinen Gläubigen spricht, welche bis zum Ende der großen Drangsal aushalten, ausharren, standhaft ausharren müssen und dann danach, nämlich nach der großen Drangsal, von seinen Engeln gesammelt werden. Ist das schwierig zu verstehen? Gut, dann gehen wir weiter. So schnell kann man schon zum Punkt 2 kommen. Okay, die zweite Schriftstelle, die uns explizit von der Wiederkunft Jesu nach der großen Drangsal verkündigt, finden wir im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Dasselbe Prinzip beim Schriftlesen, das wir eben angewandt haben, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen über die einzelnen Worte, die dort geschrieben stehen, gerade um auch den chronologischen Ablauf der Dinge zu verstehen, wenden wir jetzt hier wieder an. Also, ihr merkt schon, heute predige ich weniger, heute lehre ich mehr. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 3. Dort sagt Paulus nun seiner Gemeinde in Thessaloniki, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, ganz explizit. Darum geht's. Ja? Und unserer Vereinigung mit ihm. Was ist unsere Vereinigung mit ihm? Wie wird es auch genannt? Entrückung. Also du siehst hier jetzt ganz klar, es geht um die Wiederkunft Jesu Christi und es geht um die Entrückung. Okay? So, wir wollen herausfinden, chronologisch, wo ist das angeordnet? Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Okay, Schriftexegese. Wir wollen lernen, die Schrift so ein bisschen auseinanderzuziehen. Was Paulus jetzt hier gemacht hat, er hat uns drei spezifische, ja, klar definierte Ereignisse genannt, welche aber alle, und das ist so wichtig, in chronologischem Zusammenhang stehen und an einem einzigen Tag geschehen. Okay? Nämlich zuerst die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, dann unsere Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung, und der Tag des Christus. Der Tag des Christus und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ist eigentlich ein Ereignis. Und unsere Entrückung dann mit ihm oder zu ihm hin ist alles am selben Tag. Die Bibel macht hier wirklich keinen
Raum auf, wo du das auf mehrere Tage oder mehrere chronologische Abschnitte legen könntest, sondern Paulus redet in diesem Textschluss, in diesen drei Versen, wirklich so davon, dass wir sehen können, dass dieser Zeitpunkt an einem ganz bestimmten, festgesetzten Tag sein wird. Er sagt im Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, das ist der Antichrist. So, das sind diese drei Verse. Wir sehen also, wir haben hier die Terminologie von der Wiederkunft Jesu Christi, unserer Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung und der Tag des Herrn Jesus Christus. Und er sagt, davor muss etwas ganz Bestimmtes geschehen. Das heißt, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, die Entrückung und der Tag des Herrn muss wann sein? Danach. Ist richtig? Wenn davor etwas ganz Bestimmtes geschehen muss und diese Dinge dann erst kommen, dann kommen diese Dinge nach dem, was unbedingt geschehen muss. Ist richtig? Könnt ihr mir folgen? Ihr seid so ein bisschen still da. Könnt ihr mir folgen? Ja. Amen. Okay. Ich will diesen Punkt so stressen, dass wir es wirklich greifen. Wenn Paulus von diesen drei Dingen redet, die Wiederkunft des Herrn, die Entrückung und den Tag des Christus, und er sagt dann, dass diese Dinge nicht geschehen, sondern zuerst etwas anderes kommen muss, dann muss ich davon ausgehen, wenn ich den Schrifttext betrachte, dass diese Dinge dann danach kommen. Wenn zuerst etwas anderes kommt, dann muss ja das danach kommen. Amen. Okay, danke. Wir passen auf. Amen. Also Paulus sagt hier den Christen, dass eine ganz besondere Sache, ein ganz besonderer Tag kommen wird. Aber diese Dinge, die kommen werden, kommen erst nach der großen Apostasie, nach dem großen Abfall der gläubigen Kinder Gottes vom Glauben. Okay? Ja? So, Paulus, ich sag's nochmal, Paulus sagt nun hier den Christen, dass dieser eine ganz besondere Tag, nämlich der Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, Entrückung, und der Tag des Christus nach der Apostasie, nach dem Abfall der Gläubigen und nach der Offenbarung des Antichristen kommen wird. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach wichtig, ihr Lieben, zu wissen, dass der Antichrist natürlich einen ganz, ganz großen Anteil an dem Abfall der Gläubigen haben wird. Ist es richtig? So. Und dass diese ganze Terminologie von Antichrist, Abfall der Gläubigen, natürlich auch einen großen Teil der Drangsal bestimmen wird. Das heißt also, rein logisch bei der Schriftexegese ist es ja nicht möglich, dass Jesus davor kommt. Weil der Antichrist wird ein Auslöser in diesen Drangsalzeiten für viel, viel Leid sein. Ich glaube, das ist doch klar, wenn wir von Drangsal reden, reden wir von Leiden, oder? So, der Antichrist wird ein Hauptgrund, das Auftreten des Antichristen wird ein Hauptgrund für viel Leid sein. So, wir sehen also, dass das Leid, ja, von der Chronologie, die Drangsal, also weiter nach hinten geschoben wird und davor gewisse Dinge geschehen müssen. Paulus aber sagt, bevor diese Dinge nicht geschehen sind, wird der Tag des Herrn nicht kommen. Also er sagt, die Dinge müssen geschehen, viel Leid muss kommen und danach. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt, dass wir immer wieder dieses danach hören. Danach, nicht davor, danach. Können wir das rauslesen? Ja. Amen, gut. Okay. Und das ist auch das, was ich ja eben sagte. Die Botschaft des Evangeliums ist also wieder einmal viel mehr eine Botschaft des standhaften Ausharrens und viel weniger eine Botschaft des leichten Ausweges mit Hilfe einer frühzeitigen Entrückung.
Und das ist so wichtig, auch im Kontext des Antichristen, auch im Kontext des Abfalls der Gläubigen, auch im Kontext der Drangsal, im Kontext der Dinge, die geschehen, im Kontext von Verfolgung, ist die Botschaft des Evangeliums schon immer eine Botschaft des standhaften Ausharrens gewesen und viel weniger, eigentlich gar nicht, eine Botschaft des leichten Ausweges raus aus der Misere durch die Entrückung. Das ist halt eben so. Und das müssen wir beachten. Wir dürfen diese Dinge nicht einfach zur Seite schieben. Ja? Und das ist genau der Punkt, auf den der Apostel Paulus etwas weiter vorher, bevor diese Schriftstelle geschrieben wurde, was er dort gesagt hatte zu den Thessalonichern, im 2. Thessalonicher 1,4 beispielsweise, redet Paulus davon, in allen Verfolgungen und Bedrängnissen wirklich standhaft auszuharren. Das ist die Terminologie des Apostels Paulus. Er hat seine Gemeinden zugerüstet zum standhaften Ausharren. Warum? Weil er wusste, weil er ganz fest davon überzeugt war, ihr werdet vorher nicht entrückt, ihr werdet da durchgehen. Sonst macht das doch gar keinen Sinn, oder? Welchen Sinn macht das, wenn ich euch sagen würde, ihr werdet das und das aushalten, ausharren müssen und viel Leid wird auf euch zukommen und im nächsten Abend so sage ich euch, ach komm, vergesst, es war nur ein Scherz, ihr werdet sowieso entrückt. Das ist Quatsch, oder? Okay, gehen wir weiter. Also, Paulus sagt im 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 4, in diesen Verfolgungen und Bedrängnissen müssen wir einfach standhaftes Ausharren an den Tag legen. Und was sagt Paulus dann, kurz danach? Wie lange werden wir standhaftes Ausharren nötig haben? Das finden wir jetzt im 2. Thessalonicher 1, 8 beispielsweise. Er sagt, bis zu dem speziellen Tag, wenn er, nämlich der Christus, Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen in flammenden Feuer und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. So, Paulus redet immer wieder, da wird es einen Tag geben und bis dahin muss ausgehalten werden. Bis dahin muss standhaftes Ausharren da sein. Und er redet von diesem Tag, an dem Christus durch die Wolken brechen wird und Vergeltung üben wird. Nun frage ich dich, wie oft kommt der Herr eigentlich nochmal wieder? Einmal. So, es gibt nicht also einen Tag, an dem er wiederkommt und Vergeltung übt, dann gibt es einen anderen Tag, an dem er seine Heiligen sammelt, dann gibt es einen Tag, an dem die letzte Posaune ist und dann gibt es noch einen anderen Tag, an dem er durch die Wolken bricht und uns entrückt. Das gibt es alles nicht. Das alles wird an einem ganz bestimmten, festgesetzten Tag geschehen. Amen? Okay. Es ist ein und derselbe Tag. Die Wiederkunft Christi ist nicht in mehrere Tage und Ereignisse unterteilt, sondern sie fällt auf einen ganz bestimmten und besonderen Tag. Amen. Nun sind wir schon, heute geht es echt flott voran, nun sind wir schon bei der dritten Schriftstelle von insgesamt nur vier. Die dritte Schriftstelle, welche klar und deutlich von Jesu Wiederkunft nach der großen Drangsal redet, ist im 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 52 gefunden. Auch hier langsam den Text betrachten und lesen und herausstellen, was sagt die Chronologie. Okay, 1. Korinther 15. Ich mache uns mal ein kleines Fenster auf und möchte uns erklären, wovon Paulus hier redet. Paulus redet hier von dem Tag, an dem wir einen neuen Auferstehungsleib bekommen werden. Wusstest du schon, dass du mit diesem Leib, der dir an allen Ecken und Enden schmerzt, und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, dass du nicht mit diesem Leib in den Himmel musst? Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Ist das nicht einfach herrlich? Wir werden einen Auferstehungsleib bekommen. Und dieser Auferstehungsleib wird ein herrlicher Leib sein. Er wird schmerzfrei sein. Er wird frei von jeder Schwäche sein. Er wird frei von jedem Verfall sein. Er wird einfach nur herrlich sein. Und Paulus hat genau das im Sinn, was er auch zu den Thessalonichern im Kontext dieses Themas sagte, nämlich er will hier seine Zuhörerschaft ermutigen.
Das ist, ihr Lieben, das macht so viel Mut, zu wissen, dass ich mit diesem gebrechlichen Leib nicht die Ewigkeit verbringen muss. Ich weiß nicht, was du als Ermutigung findest, dass du morgen eine neue E-Klasse fährst oder weiß ich was für ein Schwachsinn, aber ich finde das hier viel bewegender. Ich darf diesen gebrechlichen alten Leib, okay, das ist noch nicht so alt, aber diesen gebrechlichen Leib darf ich ablegen und ich werde einen neuen Leib bekommen. Ich kann mir das nämlich sonst gar nicht anders vorstellen, was Malachi sagte, und ich werde hüpfen wie eine Kuh, die aus dem Stall gelassen wird. Ja, wenn ich jetzt anfange zu hüpfen mit meiner kleinen Tochter durch die Bude, dann, na, nach 5 Minuten guckt meine Frau mich an, was hast du? Und ich sage, ich habe Rückenschmerzen. So, aber dann werde ich hüpfen wie eine junge Hirschkuh, die irgendwo bam aus der, wow, und ihr werdet hüpfen. Oh, Junge, 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 ich fange schon wieder an zu schwärmen. Ist gar nicht mein Thema jetzt, aber wir können auch nochmal übers Hüpfen predigen. Aber wir wollen jetzt hier bleiben. Okay. 1. Korinther, Kapitel 15, 51 bis 52, Paulus redet von diesem neuen Auferstehungsleib. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, das heißt, wir werden zwar nicht alle sterben in dem Herrn, ja, wir werden aber alle verwandelt werden. So, und wann ist jetzt diese Verwandlung? Paulus sagt, sie ist plötzlich. Im Vers 52, plötzlich, in einem Augenblick. Und jetzt kommt die chronologische Verknüpfung. Wann wird das sein? Zur Zeit der vorletzten Posaune. Was? Zur letzten Posaune. Das ist ja wieder eine Verknüpfung, die uns irgendwo an das Ende einer Sache bringt und nicht irgendwo in die Mitte. Wenn ich 7 Posaunen habe in der Bibel, dann ist die dritte irgendwo in der Mitte angesiedelt, oder? Die erste natürlich am Anfang. Die siebte wäre dann? Die letzte. Das waren keine Zuckungen, das war einfach nur, ich wollte euch so einen kleinen Hinweis geben. So, die letzte. So, Paulus sagt, wir werden verwandelt werden. Und jetzt wieder, bedenke, im Hinterkopf behalten, wir reden immer von einem einzigen Tag. Die Bibel redet immer von einem Tag. Es gibt nicht einen Tag der Wiederkunft, einen Tag der Verwandlung mit einem neuen Leib, einen Tag, wenn Christus durch die Wolken bricht, einen Tag der Entrückung, einen Tag seines Gerichtes, sondern immer und immer wieder spricht die Bibel von einem einzigen Tag. Und Paulus bringt hier ein weiteres Detail dieses Tages in das Rampenlicht und er sagt, wow, an diesem Tag, an dem sowieso schon so viele herrliche Sachen passieren, wirst du auch noch einen Auferstehungsleib bekommen. Ist das nicht herrlich? Das ist ungefähr so, wie wenn du den Jackpot mit Zusatzzahl im Lotto geknackt hast, aber nicht in der deutschen Lotterie, sondern irgendwo im Amiland und du hast jetzt deine 177.000 Millionen und dann kriegst du nochmal das Doppelte obendrauf und dann ist es immer noch nichts im Vergleich zu dem, was wir bekommen. So, ihr Lieben, das ist so, ich meine, das ist doch schon schön, wenn Jesus durch die Wolken bricht. Auch, jetzt mal, machen wir mal Butter bei die Fische, wie wir hier im Norden sagen, ja. Auch wenn ich an dem Tag keinen Auferstehungsleib kriegen würde, der Tag ist so herrlich. Der Tag ist so herrlich, ich werde dann immer noch hüpfen. Dann würde ich auch mit Schmerzen hüpfen, wenn dieser Jesus durch die Wolken bricht. Aber obendrauf gibt es noch einen Auferstehungsleib. Unser Herr setzt immer noch einen obendrauf. Halleluja. Okay, aber das ist mir gar nicht so wichtig mit dem Auferstehungsleib, sondern was mir so wichtig ist, ist Vers 52. Plötzlich, 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 in einem Augenblick, wann? Zur Zeit der letzten Posaune. Amen. Und dann sagt Paulus, denn die Posaune wird erschallen. Und jetzt kommen wieder diese Ereignisse, die an diesem einen Tag geschehen. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden und unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Seht ihr das, wie die Bibel durch den Mund des Apostels Paulus diese Ereignisse immer wieder auf einen einzigen Tag bündelt? So. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich vorhin am Anfang sagte, ihr sollt aus Matthäus 24 die Posaune im Hinterkopf behalten. Wenn du dich ein wenig mit den Ereignissen der Wiederkunft Jesu auseinandergesetzt hast schon, wenn du das Thema schon mal studiert hast, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, ja, dann wirst du sicherlich bemerkt haben, dass es eine ganze Reihe dieser Posaunen gibt, nämlich 7. Ja, haben wir das schon mal gelesen, Offenbarung? Ja, manche nicken andächtig, ja, okay, haben wir schon mal gelesen, okay. Also, wer sich schon mal mit der Wiederkunft Jesu auseinandergesetzt hat im Kontext der Bibel, der wird auch was von diesen Posaunen irgendwo gelesen haben. Und er wird wissen, dass eben, und das ist unbestritten, unumstößlich, dass die Wiederkunft Jesu an die letzte Posaune geknüpft ist.
Oder hat einer von uns irgendwie Schriftstudium gemacht und gesagt, oh, ich habe aber gesehen, da kommt einer vierten wieder. Gibt es hier einen? Einer fünften? Nee, es wird immer zur letzten sein, ne? Und das ist so wichtig, dass wir das einfach, dass wir das begreifen. Paulus sagt hier, die Zeit, in der wir entrückt werden, nämlich die Entrückung ist ja gleichgesetzt mit der Verwandlung unseres Leibes und des Empfangen des Auferstehungsleibes. Paulus sagt hier, es wird geschehen zur letzten Posaune. Ganz, ganz klare Theologie, Christus kommt nach der großen Drangsal zur Zeit der letzten Posaune. Amen. Okay. Was quietscht hier aber richtig, wa? Okay, also wir werden diesen Auferstehungsleib bekommen und dieser Auferstehungsleib und die Auferstehung der Toten, die ja zusammen geschehen, ja, sie ist verknüpft zur selben Zeit mit der Entrückung, mit der letzten Posaune, mit der Wiederkunft Jesu am Tag des Herrn Jesus Christus, wo er durch die Wolken bricht. Paulus sagt eben, dass diese Ereignisse zur letzten Posaune stattfinden. Dies macht dann natürlich die Lehre der vorzeitigen Wiederkunft vor der großen Drangsal irgendwie zunichte, da die letzte Posaune ja bekanntlich die letzte ist, oder? Eigentlich, manchmal frage ich mich, manchmal ist es so, die Bibel ist so klar, ne? Ich finde das total toll. Jedes Mal, wenn ich dieses Buch studiere, dann denke ich immer, wow, Unmündigen und Kleinkindern hast du das gebracht, Jesus. Fischern, Unstudierten, Zöllnern, hallo, danke, Jesus. Okay, jetzt kommen wir gleich zu unserem vierten Text und vier waren es an der Zahl nur. Ihr seht, wir kommen heute gut voran. Nämlich der vierte Text, welcher von der Wiederkunft Jesu nach der großen Drangsal redet, ist eben 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 15 bis 17. 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17. Und hier, und ich habe das eben schon gesagt und angeschnitten, hier geht es jetzt unmissverständlich um die Auferstehung der Toten. Auch ein ganz wichtiges Thema, ja? Eben haben wir von unserem Auferstehungsleib gesprochen und nun reden wir davon, von der Auferstehung aus dem Tod, Auferstehung der Toten und die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus und diese ganzen anderen Ereignisse, die sich in der Endzeit halt eben chronologisch dort befinden, wie wir schon im 1. Korinther 15 gesehen haben. Also 1. Thessalonicher 4, ab 15. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, ja, denn das sagen wir euch in einem Wort. Das ist jetzt nicht das Wort des Apostels Paulus, von dem er sagen würde, das sag ich euch aber nicht im Herrn. Keine persönliche Meinung des Apostels. Das ist das Wort des Herrn, Jesus Christus. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben bis zur Wiederkunft des Herrn, die wir leben bis zur Wiederkunft des Herrn und übrig bleiben, werden den Entschlafenen, das sind die, die im Glauben an Jesus zuvor gestorben sind. Also sprich, alle Gläubigen, die bis jetzt außer Enoch gestorben sind. So, ja, also, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Ist auch krass, oder? Wenn du heute hier sitzt und du denkst, ja, ich möchte unbedingt entrückt werden, weil dieses Ereignis möchte ich unbedingt miterleben, dann sage ich dir, das wirst du nicht alleine miterleben, wenn der Herr Jesus Christus kommt, sondern die, die vor uns, schon vor Jahrhunderten im Glauben an Christus gestorben sind, sie werden erstmal auferstehen und wir werden dann alle zusammen entrückt werden und keiner, egal ob wir leben oder schon vorher gestorben sind, wird der Erste sein. Das sagt hier die Schrift, ja? Denn der Herr selbst wird, und jetzt kommt wieder die chronologische Verknüpfung, ja, Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und was? Und die Posaune. Es ist die Posaune. Es ist nicht die erste, es ist auch nicht die zweite, wie wir schon gesehen haben. Es ist die letzte Posaune. Und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und jetzt guck mal,
Die Entrückung wird wieder in diesem vierten Text an das Ende einer Sache gelegt. Nämlich erst werden die Toten auferstehen. Und wenn die Toten zuerst auferstehen, dann kann ja das, was danach kommt, nicht das Erste, sondern es muss zumindest das Zweite sein. Ist richtig? Okay. Denn zuerst werden die Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach, ein Schlüsselwort chronologisch, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken. Also, Chronologie. Die Toten werden auferstehen, dann werden wir entrückt und alle zusammen in der Luft treffen wir uns und dann werden wir zum Herrn hin entrückt. Ja? Aber die Chronologie ist halt ebenso wichtig, dass gewisse Dinge diesen Dingen vorangehen und die Entrückung der Heiligen, nämlich die Entrückung, dass wir zu ihm hin entrückt werden, kommt wieder an das Ende der Dinge. Ja? So wichtig. Ich lese das einfach nochmal. Denn das sagen wir euch an dem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ist das nicht wunderbar? Wirst du gerade ermutigt? Ich auch. Total stark. Total. Jesus, ich danke dir. Halleluja, dein Wort schmeckt so lecker. Okay. Wenn wir jetzt diesen Text aufmerksam betrachten, sehen wir, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus gefunden im Vers 15, die Sammlung der Heiligen gefunden im Vers 16 und die Entrückung in den Wolken, auch nochmal gefunden in Vers 17, nach der Auferstehung der Toten gefunden im Vers 16 chronologisch verankert sind. Ist das richtig? Ich muss das immer wieder überprüfen. Nicht, dass hier jetzt einer sitzt und sagt, das habe ich jetzt irgendwie nicht, das ist Schmarrn, das sehe ich nicht. Sehen wir das? Du musst das sehen. Ich habe es für mich gesehen in meiner Studie. Du musst das sehen. Ja? Okay. Also, wir sehen halt eben wieder, dass dieses Ereignis der Entrückung nach etwas angesetzt wird. Ja? Und ich frage euch jetzt mal, wenn wir jetzt so von diesen Dingen reden, ja? Ich meine, geht es noch weiter an das Ende als die Auferstehung der Toten? Also, so viel kommt dann nicht mehr als das, was Vers 17 dann ja auch gesagt hat. Und dann werden wir bei ihm sein alle Zeit. Das ist Ewigkeit. Also irgendwo muss ja ein Ende sein. Und wenn schon herausgestellt in diesen ganzen Schriftstellen die Wiederkunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm, sprich Entrückung, an das Ende, an die Auferstehung der Toten geknüpft ist, dann frage ich mich immer wieder, wie die Leute, die sagen, ja, das wird aber alles vor der großen Drangsal, dann frage ich mich, wie weiter als ans Ende kann die Bibel uns doch nicht führen? Es ist so sonnenklar, ne? Also, wir haben jetzt unsere vier Schriftstellen betrachtet, bleiben jetzt noch drei Gründe. Einen habe ich ganz zu Anfang genannt. Der erste Grund, warum wir nicht an eine Wiederkunft Jesu Christi vor der großen Drangsal glauben können, ist halt eben, dass es nicht im biblischen Kontext geschrieben steht. Und ich habe euch jetzt vier Texte, und es sind übrigens die expliziten vier Texte, und du wirst keine anderen vier Texte finden, die so explizit von diesem Thema sprechen, die habe ich euch jetzt gezeigt. Bleiben nach Adam Ries noch genau drei Gründe, drei Gründe, die ich euch jetzt noch schuldig bin, und die werde ich euch jetzt kurz geben. So, drei Gründe bleiben noch. Ich möchte jetzt aber eine kurze Zusammenfassung schon mal von diesen Dingen bringen, bevor ich diese anderen drei Gründe mit euch anschaue. Also, wir haben nun eine biblisch belegbare Zusammenfassung chronologischer Ereignisse, welche uns sagen, dass die Entrückung nach der großen Drangsal kommt, nach der Offenbarung des Antichristen, nach dem großen Abfall, nach der letzten Posaune und nach der letzten Posaune, nachdem die Toten auferstanden sind. Ist krass, oder? Wie die Bibel uns auf danach deutet, oder? Halleluja. Okay,
Das waren die vier Schriftstellen. Ich hoffe, ihr nehmt sie auch noch für zu Hause und sinnt darüber nach, betet darüber nach, falls irgendwas unklar sein sollte. Beschäftigt euch damit, weil, und das ist auch der Punkt, den ich versuche, uns immer wieder auch in der Jüngerschaftsschule zu bringen, du magst es für dich erfassen, ist schön und gut. Aber ich glaube, die Zeit heute, in der wir leben, zeigt mehr und mehr, wie sehr wir auch berufen sind, anderen diese Wahrheiten zu bringen. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir das Wort Gottes für uns konsumieren, uns zu Hause in unser Kämmerlein einschließen, ganz fromm immer Däumchen drehen und beten, aber keinen Mund mehr auf der Straße aufmachen. Wir werden sehen und sehen es immer mehr, wir sind berufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und dort draußen gibt es nicht nur, und das ist der Punkt, dort draußen gibt es nicht nur viele Ungläubige, die das Evangelium hören müssen, dort draußen gibt es einen Haufen verwirrter, gläubiger Christen, liebe Menschen. Wirklich, es sind liebe Menschen, die wir lieb haben. Aber sie sind, und das sagt ja auch Paulus, siehe, in der letzten Zeit werden viele Lehren von Dämonen kommen und die Menschen werden sich Lehrer aufschwatzen, nach denen es ihnen in den Ohren juckt. Das sind so viele Verwirrte, so viele verführte Christen und sie brauchen dich. Sie brauchen dich, dass du ihnen klar und gerade das Wort Gottes austeilst. Schäme dich nicht, hat Paulus gesagt. Ich kenne diesen Spruch, ich musste diesen Spruch von meinem damaligen Vater im Glauben sozusagen, und das war ein Afrikaner, und habe ich das nur in mein Englisch. Das ist, study to show thyself approved unto God, a worker that not needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Also studiere das Wort als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht und gerade austeilt. So, das bist du. Du musst das Wort Gottes studieren als ein Arbeiter, der sich nicht schämen braucht und nicht schämen soll, der das Wort der Wahrheit recht und gerade austeilt in dieser wirren Zeit. Amen. Und deswegen bringen wir diese Dinge auch hier, dass du das mitnimmst und in die Welt hinausträgst. Amen. Okay, kommen wir jetzt zu den letzten verbleibenden drei Gründen, die es uns auch extrem schwer, ich will sogar sagen unmöglich machen, an die Wiederkunft Jesu vor der großen Drangsal zu glauben. Der zweite Punkt, den ersten hatte ich ja schon genannt, ist nicht im biblischen Kontext zu finden. Der zweite Punkt, der zweite Grund, warum wir eben nicht an die Wiederkunft Jesu vor der großen Drangsal glauben, ist, dass diese Lehre der Entrückung, ja, vor der großen Drangsal bis zum 18. Jahrhundert niemals im gesamten Kontext der Kirchengeschichte gefunden wurde. Ich sag's nochmal. Die Lehre von der Entrückung vor der großen Drangsal war in den fast 2000 Jahren der Kirchengeschichte bis in das Jahr 1800 nicht existent. Und alleine das, mit den Worten des Apostels Paulus im Hinterkopf, in der letzten Zeit werden Lehren von Dämonen aufkommen. Alleine das sollte uns zu denken geben, oder? Um circa 1830 war es überhaupt das erste Mal, ja, in der gesamten Kirchengeschichte, dass diese Lehre von der Entrückung vor der großen Drangsal überhaupt von John Darby erwähnt wurde. John Darby ist vielleicht ein Begriff, gerade so im Glauben, ja? Und dann fand sich noch eine andere Schlüsselfigur in der Zeitgeschichte, der Kirchengeschichte, und das war eine Frau aus Glasgow, Schottland, eine Margaret MacDonald. Und die hatte einen Traum und die hat in diesem Traum gesagt, ich habe Jesus Christus gesehen und der Herr hat mir diese Offenbarung gegeben, dass wir entrückt werden vor der großen Drangsal. Und das Problem an der Geschichte ist, sie hat ihren Traum gestreut und viele, viele Menschen haben diesen Traum einfach ungeprüft adoptiert. Und erst dann, und man ist sich nicht sicher, ob es John Darby oder Margaret MacDonald war, man ist sich nicht sicher, wer von beiden das erste Mal, aber es war so selbe Jahrhundert, auch dieselbe Zeit, wer von denen das jetzt so am meisten gestreut hat. Und zu der Zeit schon, Ende des 18. Jahrhunderts, haben sich schon viele geistliche Leiter dagegen gesträubt. Sie haben gesagt, nein, nein, das finden wir nicht im biblischen Kontext und weil wir es nicht finden, ist diese Lehre zu verwerfen. Ja, hat aber einer einen Traum gehabt, ne? Habt ihr schon mal erlebt, dass Leute mit Träumen um die Ecke kommen? Hat das schon mal einer erlebt von euch? Dass Leute mit Träumen um die Ecke kommen und dann reden die das wirreste Zeug, wirklich so wirr, dass ich manchmal denke, da können die doch selber gar nicht glauben. Ne? Ne, ehrlich,
dann reden das wirreste Zeug, berufen sich auf die Träume und haben nicht einmal gelernt, ansatzweise einen Traum irgendwie am Wort Gottes zu prüfen. Und dann, und das durften wir auch schon erleben, gehen diese Menschen so heftig in die Irre und sind auf einmal im christlichen Kontext gar nicht mehr gefunden. Ist das heftig? Und genau das war mit dieser Margaret MacDonald. Und du kannst sehen, was da geschehen ist in dieser Zeit. Ihr Lieben, dann gab es noch einen anderen, und ich denke mal, ist das ein Begriff, Scofield Bible? Scofield Studienbibel? Das ist ein Begriff, oder nicht? So, C.I. Scofield hat dann diese Idee Ende des 18. Jahrhunderts, 1890er Jahren, auch adoptiert und hat dann seine Scofield Bible rausgebracht. Und wir wissen halt eben, dass diese Figuren, ich meine auch Darby, das sind einflussreiche Figuren der Christenheit. Und die haben dazu beigetragen, so hat es dazu beigetragen, dass diese Lehre in dieser kurzen Zeit, ich meine, wenn man jetzt die Kirchengeschichte aufrollt, bis zum 18. Jahrhundert und vom 18. Jahrhundert bis ins 21. ist ja kurz. Aber in dieser kurzen Zeit, vom 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert bis ins 21. wurde diese Lehre, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und auf einmal denken so viele Menschen, Jesus kommt vor der großen Drangsal. Und dann gibt es noch Romane und Filme, die gerade auch in unserer Generation dazu beigetragen haben. Ich weiß nicht, wer kennt diese bekannte Fiction-Reihe Left Behind? Ja. Left Behind, genau. Ist genau sowas. Redet auch von einer Entrückung vor der großen Drangsal. Und so. Aber das Ding ist, selbst Left Behind, ihr müsst mal dort bei dem Film, bei der DVD oder bei dem Buch, müsst ihr mal einfach in die Angaben schauen. Sie bezeugen selber, das ist Fiktion. Geben sie selber zu. Aber das Problem an der Sache ist, viele Christen ziehen sich den Mist rein. Ich nenne es wirklich geistlichen Mist. Ziehen sich den Mist rein und denken, ey, das ist wirklich Bibel. Das ist kein Bibel. Das ist ungesund, ihr Lieben. Okay. Für uns bleibt also als überwältigender Fakt, dass die Lehre überhaupt gar nicht vor dem Jahr 1830 existiert hat. Und das sollte uns zu denken geben. Ihr Lieben, mit mir lernt ihr auch immer wieder, Kirchengeschichte zu studieren ist was absolut Gutes. Viele sagen immer, Kirchengeschichte ist langweilig, Kirchengeschichte mag ich nicht. Ich lese gerade jetzt eine Buchreihe von 5 Bänden, Generäle Gottes, Hammer. Oh, lese ich wirklich, aber auch wie jedes andere Buch immer prüfen, ist das von dem Herrn oder nicht. Und jetzt bin ich gerade in dieser Reihe über die Reformatoren. Oh, das ist Kirchengeschichte pur. Wenn du von Huss liest, wenn du von John Fox liest, wenn du von Luther liest, wenn du von all diesen bekannten Persönlichkeiten der Reformation liest. Und das ist Kirchengeschichte und die ist absolut nicht trocken. Kann ich jedem nur empfehlen. Studiert Kirchengeschichte und ihr werdet diese Fehler schnell aufdecken können. Okay, das war der zweite Grund. Kommen wir zum dritten Grund, vorletzter Grund. Seht ihr, heute geht es echt schnell. Wow. Der dritte Grund, nicht an die Entrückung vor der Drangsal zu glauben, ist, dass diese Lehre in der gesamten Kirchengeschichte einzig innerhalb der westlichen Kirche des Wohlstandes, aber nie in der verfolgten Untergrundkirche abseits der westlichen Welt zu finden ist. Okay, vielleicht wiederhole ich das noch einmal. Das muss sich wirklich bei uns einbrennen. Was sage ich immer, wo leben wir? Happy Clappy Disneyland Deutschland. Ne? Und ich sage das immer wieder, weil wir leben in dem Land, in dem wollen alle rein. Hier wollen alle rein. Warum? Hier ist Wohlstand. Hier geht es uns gut. Das Land ist das Einzige. Ich kenne kein anderes Land, in dem du noch nicht mal arbeiten brauchst, in dem du einfach Geld kriegst, nur weil du da bist. Ich verurteile das nicht, aber dieses Land hat einen extremen Wohlstand. Einen extremen Wohlstand. Und alle wollen in dieses Land. Okay, der dritte Grund, nicht an die Entrückung vor der großen Drangsal zu glauben, ist, dass diese Lehre in der gesamten Kirchengeschichte einzig innerhalb der westlichen Kirche des Wohlstandes, aber nie in der verfolgten Untergrundkirche abseits der westlichen Welt zu finden ist. Okay? Vielleicht, und das mag ich zugeben, vielleicht findest du Nuancen dieser Lehre hier und Nuancen dieser Lehre da und dann vielleicht auch mal in einem bestimmten Teil, vielleicht irgendwo im Iran. Ja, da habe ich das aber auch schon mal gehört. Wenn das so ist, dann sage ich dir eins, dann ist es meistens, weil westliche Missionare es dort in den Leib Christi sozusagen hinein injiziert haben. Aber nicht
Du findest es dort nicht, weil die Geschwister in der verfolgten Untergrundkirche das Wort Gottes studiert haben und dann zu dem Schluss gekommen sind, ah, so muss es sein. Nein, nein, nein. Okay? In den Gegenden, in denen die Gemeinde Christi unter schwerer Verfolgung leidet, bitte hör zu bis zum Ende, das ist so wichtig. In den Gegenden, in denen die Gemeinde Christi unter schwerer Verfolgung leidet, ist diese Lehre der Entrückung vor der großen Drangsal nicht existent. Wie kann es denn auch existent sein? Jetzt mal ganz ehrlich, frag dich das mal. Wie könnte eine Lehre der Entrückung vor der großen Drangsal existent sein in einer Gemeinde, die gerade in der Drangsal steckt? Die würden dir doch alle sagen, sag mal, spinnst du? Hast du noch alle Latten am Zaun? Du erzählst mir, ich werde entrückt vor der großen Drangsal und hier vor meinen Augen wird meine Frau und meine Kinder die Kehle aufgeschlitzt? Wie schlimm kann denn die Drangsal für mich noch werden? Und du erzählst mir mit deinem westlichen Happy-Clappy-Deutschland-Wohlfühl-Evangelium, ich werde gleich entrückt und ich brauche das nicht zu ertragen? Aus welcher Welt kommst du denn eigentlich? Würden die dann mit Recht zu uns sagen. Das würden die mit Recht zu uns sagen. Ja? Ich möchte euch etwas vorlesen. Für wen ist Corrie ten Boom ein Begriff? Okay. Für diejenigen, die Corrie ten Boom nicht kennen, es ist eine gläubige Frau, oder es war eine gläubige Frau, die 1892 bis 1983 gelebt hat. Und diese Frau hat Dinge durchgemacht, die kannst du dir nicht vorstellen. Die hat die NS-Zeit überlebt, die hat das Konzentrationslager überlebt. Und sie hat vielen, vielen Juden geholfen, sich vor dem NS-Regime zu verstecken. 1974 schrieb Corrie ten Boom einen Brief mit dem Titel »Vorbereitet für die kommende Bedrängnis«. Und ich lese euch jetzt mal aus diesem Brief von Corrie ten Boom. Und ich glaube, sie hat das Recht, etwas zu sagen. Sie hat Drangsal erlebt. Und sie hat das Recht und die Stimme, etwas zu sagen. Okay, sie schreibt in diesem Brief, der für jeden zugänglich ist, kannst du einfach im Internet nach dem Titel tippen und du wirst diesen Brief finden und du kannst dann meine Worte daran prüfen. 1974 schrieb Corrie ten Boom, die dieses schreckliche Leid durchlebt hat. Sie sagt in dem Brief, es gibt einige unter uns, die lehren, es gebe keine Trübsal und die Christen wären in der Lage, all dem zu entkommen. Das sind die falschen Lehrer, vor denen Jesus uns warnte, dass sie in den letzten Tagen auftreten werden. Die meisten von ihnen wissen nur wenig von dem, was sich bereits auf der ganzen Welt ereignet. Sie schreibt, ich war in Ländern, in denen die Heiligen schon furchtbare Verfolgungen erleiden. In China wurde den Christen gesagt, seid nicht besorgt. Bevor die große Trübsal kommt, werdet ihr verwandelt und entrückt. Und dann kam eine schreckliche Verfolgung. Millionen von Christen wurden zu Tode gefoltert. Später, schreibt Corrie ten Boom, hörte ich einen Bischof aus China traurig sagen, wir haben versagt. Wir haben versagt. Wir hätten die Menschen für die Verfolgung stark machen sollen, anstatt ihnen zu sagen, Jesus würde vorher kommen. Und dann sagt dieser Bischof, sagen Sie den Menschen, wie man in Zeiten der Verfolgung stark bleibt. Wie man widersteht, wenn die Bedrängnis kommt, wie man besteht und nicht gefügig gemacht wird. Lieben, ist das krass? Ich meine, das kommt nicht aus der Feder eines Menschen, der sich Zeit seines Lebens im Happy Clappy Disneyland aufgehalten hat. Das kommt aus der Feder einer Frau, die das Konzentrationslager des NS-Regimes überlebt hat und die weiß, was Leiden und Bedrängnisse sind. Und sie sagt, und es ist mir so ins Herz gegangen, die Leute, die lehren, dass Jesus vor der großen Drangsal wiederkommt, sie sagt es ganz blank heraus. Ich hatte bis jetzt noch nicht den Mut, aber ich möchte mich auf die Seite Corrie ten Boom stellen und ich sage auch heute hier, alle jene, die lehren, Jesus würde kommen vor der großen Drangsal und er würde uns damit einen leichten Weg raus aus der Misere bringen, ich betitel diese Leute auch als falsche Lehrer. Ja, das tue ich. In dem Namen Jesus Christus. Ja, das tue ich. Sie sagt, das sind die falschen Lehrer, vor denen Jesus uns warnte.
Amen. Okay, das war der vorletzte Grund, nämlich diese Lehre der leichten Auswegs, des leichten Auswegs gefunden in der vorzeitigen Entrückung, war niemals in der westlichen, war niemals in der verfolgten Gemeinde, sondern nur im Westen. Okay, kommt der letzte Punkt, der letzte Grund. Der letzte Grund, nicht an die Entrückung vor der großen Drangsal zu glauben, ist, dass diese Lehre eines leichten Auswegs im gesamten Kontext der Lehre Jesu nicht zu finden ist. Ist ja völlig egal, was jetzt Corinth Boom annimmt und sagt, aber unser Herr und Heiland Jesus Christus hat es mit keinem Wort so gelehrt. Die Lehre des leichten Auswegs über eine schnelle Entrückung ist in der Lehre unseres Herrn Jesus Christus nicht existent. Jesus wird uns als der Mann der Schmerzen offenbart, welcher uns in manchen Lebenslagen ein gutes Beispiel ist. Hä? In allen, ne? Leute, nicht müde werden. Ich weiß, es ist schon spät. Jesus Christus war uns in allen und ist uns in allen Lebenslagen das perfekte Beispiel. Und Jesus Christus hat das Angebot bekommen, einen leichten Ausweg zu wählen. Im Garten Gethsemane kniete er nieder und er sprach: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Becher, diesen Kelch an mir vorüberziehen. Und für eine Zehntel, für einen Bruchteil einer Sekunde wollte das Selbstbestimmungsrecht von sich Gebrauch machen. Aber unser Herr war stark und sagte nicht: Mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Unser Jesus hat uns nicht den leichten Ausweg gelehrt. Unser Jesus, der Mann der Schmerzen, hat uns den Weg des Kreuzes gelehrt. Und aus seiner Feder kommt der Satz: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich frage dich, hört sich das an wie ein leichter Ausweg? Das hört sich an zu sterben, oder? Das hört sich an, wenn du mir nachfolgen willst, nimm dein Kreuz auf dich, sterbe täglich und folge mir nach. Aber Herr, lass mich doch zuvor meinen Vater begraben, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Folge du mir nach, spricht der Herr. So, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Lehre des leichten Auswegs ist vielleicht irgendwo gefunden, aber nicht in der Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn du heute hier sitzt und du sagst, die Lehre des Herrn Jesus Christus, das ist das, was mein festes Brot, meine Speise ist, wovon ich lebe, das Fundament, auf dem ich stehe, das ist, was ich atme, was ich in mir trage, die Gewissheit und der Glaube. Wenn du sagst, es ist das Wort des Herrn Jesus Christus, dann kannst du nicht an eine Entrückung vor der Drangsal glauben, sondern du wirst unmissverständlich dahin kommen, dass du sagst, die Lehre meines Herrn ist das Evangelium des Ausharrens. Amen. Amen. Paulus hat diese Lehre 1:1 adoptiert und uns bezeugt, und damit möchte ich gleich schließen, ist jetzt der vorletzte Vers der Bibel, den wir uns betrachten. Er sagt im 1. Korinther 15, wenn er von dem Evangelium spricht: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Und was sagt er dann? Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn was? Wenn ihr an dem Wort festhaltet. Festhalten, standhaft festhalten musst du. Dann entfaltet das Evangelium seine Kraft. Und die Kraft des Evangeliums gibt uns übrigens die Gnade, festzuhalten. Okay? Also Paulus hat die Lehre Jesu 1:1 adoptiert. Und er sagt, dieses Evangelium hat Kraft, euch zu retten. Ihr müsst festhalten. Nicht, ihr müsst loslassen und dann auf die Entrückung, juhu, und jetzt sind wir sowieso alle weg und lasst doch alles, lasst doch Feuer regnen nach mir. Was ist das überhaupt für ein, was ist das überhaupt für eine Denkweise? Sondern wenn wir bis zum Ende festhalten, Halleluja, hören wir hier nicht klar und deutlich den Ruf des Evangeliums des Ausharrens? Ich höre ihn. Ich weiß nicht, was du hörst, ich höre ihn. Und die Worte, mit denen ich schließen möchte, steht einmal bitte auf. Die Worte, mit denen ich schließen möchte, finden wir in Offenbarung 7, Verse 13 bis 14. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese,
die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen. Komisch, ne? Das sind nicht die, die vor der großen Trübsal weggefischt wurden. Er sagt: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Amen. Ich möchte das immer wieder so machen, dass wir dem Herrn einfach signalisieren: Herr, habe ich verstanden? Oder: Herr, das ist es, was ich will. Und auch heute, ihr braucht jetzt nicht nach vorne kommen, könnt ihr dort am Platz machen. Ich glaube, du wurdest heute ermutigt. Du wurdest ermutigt, nochmal in diesen Dingen wirklich ganz klar Verständnis zu bekommen und ja, wirklich das zu ergreifen, dass auf uns wirklich eine glorreiche Zukunft wartet. Ja, ich gebe zu, mit dem, was ich uns heute dargelegt habe, ist das Wissen jetzt auch ganz klar, sag ich mal, zementiert. Eine große Drangsal ist es, was wir erleben müssen. Ist das richtig? Das kann sich vielleicht irgendwie anhören, als könnte man davor Panik bekommen. Aber ich denke, der rote Faden, den uns die Bibel gibt, ist für jeden von uns offenbar geworden. Du bist nicht allein, sondern der Herr und Heiland, um den es geht, der durch die Wolken brechen wird, ist derselbe, der gesagt hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Er hat gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn du jetzt sagst: Sven, das ist eine Lüge, ich sehe Jesus Christus nicht leiblich bei mir, dann lass mich dir sagen, so hat das auch nicht gemeint. Er hat gesagt: Denn siehe, ich gehe hin, und wenn ich hingehe, sende ich euch einen, nämlich den Parakletos, den Tröster. Und Jesus ist durch seinen Heiligen Geist immer bei uns und er verlässt uns nicht. Dieser Heilige Geist ist mehr, als Jesus seinen Jüngern nebenan war, denn dieser Heilige Geist wohnt in uns Gläubigen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und sind nicht alleine. Und wenn du der Lüge geglaubt hast, du wärest alleine, ist heute der Zeitpunkt, der gut ist, zuallererst davon einmal Buße zu tun, dass du einer Lüge geglaubt hast. Und für dich anzunehmen: Ich bin, seitdem der Heilige Geist gekommen ist, nie und nimmer mehr alleine. Ich kann gar nicht mehr alleine sein, denn der Heilige Geist ist bei mir und der Herr hat verheißen, er wird auch nochmal kommen. Es gibt keinen Zeitpunkt, in dem ich alleine bin. Und das ist der große Trost im Anblick dessen, was auf uns zukommt, die große Drangsal. Wir haben nicht nur irgendeinen Parakletos, wir haben nicht nur irgendeinen Helfer, wir haben nicht nur irgendeinen Tröster, sondern wir haben den Tröster, wir haben den Helfer, wir haben den Herrn und Heiland, den großen Hirten, der seine Schafe recht zu weiden weiß. Amen. Und dies zuvor gesagt, möchte ich jetzt nutzen. Wenn du jetzt sagst: Herr, ich will mich bereiten lassen für die Tage, die vor mir liegen, dann heb doch mal deine Hand. Wie gesagt, du brauchst nicht nach vorne kommen, aber wenn wir unsere Hand einfach heben und dem Herrn signalisieren: Herr, das will ich, dann nimmt er davon Notiz und er nimmt das sehr, sehr ernst. Du sagst: Herr, ich will dabei sein, ich will mich zubereiten lassen. Und übrigens, du bist schon mittendrin in der Zubereitung, denn die Verkündigung heute ist schon Zubereitung und das alles, was wir machen mit Gemeinde, ist Zubereitung. Aber wenn du sagst: Herr, ich will dabei sein, dann heb deine Hand und: Jesus, Herr, ich danke dir, Jesus Christus, Herr, dass jeder jetzt unter dem Klang meiner Stimme, auch jeder, der das online sehen wird, Herr Jesus, Herr, der sich sagt und der sich dazu entscheidet: Herr, ich will, dass du mich vorbereitest. Herr, ich will dabei sein in dieser Endzeitgemeinde. Ich will wirklich zur Endzeitgemeinde, zur Brautgemeinde gehören, zu denen, die dich freudig, nicht mit Kummer, nicht mit Sorge, nicht mit irgendwelchen Angstgefühlen, sondern jene, die dich freudig erwarten und die deine Wiederkunft nicht nur erwarten, sondern beschleunigen. Ich will zu diesen gehören. Ich will zu denen gehören, durch die du diese Zukunft, die vor uns liegt, umkrempelst. Ich will zu denen gehören, Herr, die die ganze Stadt, die die ganze Region, die das ganze Land, Herr Jesus Christus, unsicher machen, die die Finsternis zurückdrängen, Herr Jesus Christus, und die das Licht
des Christus herbeibeten. Ich will zu denen gehören, die gelernt haben, ein scharfes, zweischneidiges Schwert auf ihren Zungen zu führen. Ich will zu denen gehören, die den ehernen Bogen aufs Geratewohl spannen. Ich will zu denen gehören, die sich nicht fürchten. Ich will zu denen gehören, die nicht feige zurückweichen und einen leichten Ausweg aus der Misere suchen. Ich will zu denen gehören, die standhaftes Ausharren nicht nur nötig, sondern als Besitztum und Erbe empfangen haben. In dem Namen Jesus Christus bitten und empfangen wir. Amen.